Nein! Nein, ich lass mir nicht finden! Mach auf, Mädel! Sonst komm ich durch Fenster! Ach, du bist's? Mama? Ich komm ja schon! Was willst denn du hier? Guten Abend, Mama. Wie bist du reingekommen, hä? Na, über den Ziegenstall lacht der Schlüssel. Und was willst du denn nun zu Hause, Mädel? Ich soll wohl mein Jahr nicht mehr bei euch kommen. Das trag zu, Jarne. Du weißt wohl noch ja nicht, wie spät es schon ist. Du mach, dass du fortkommst zu deiner Herrschaft. Wenn ich da mein auch wäre, mal ein bisschen zu spät kommen. Nimm deine Obacht. Hast verstanden? Und sieh, dass du fortkommst. Sonst hast du verspielt. Ich geh nicht mehr bei die Leute, Mama. Du gehst nicht. Das ist ja was ganz Neues. Na, brauche ich mir immer lassen schinden? Schinden tun sie da also bei Krüger. Nee, so ein armes Kind, aber auch. Frauenzimmer wie ein Dragoner. Na, nun komm, fass an. Unten, an Sack. Du kannst doch wohl die Dussel hier anstellen. Da hast du bei mir kein Glück nicht. Und faulenzen lernst du bei mir erst recht nicht. Du sagst aber zum letzten Mal. Ich gehe nicht mehr bei die Leute, denn... Dann jäg lieber ins Wasser, Mama. Na, pass bloß auf, dass ich keinen Schnupfen krieg. Ich spring ins Wasser. Ich werd deinen Schubs geben. Dass du auch ja und fließt dir daneben. Na, brauch ich mir das wohl gefallen zu lassen, denn ich abends muss Holz reinräumen. 2 Meter! Das ist aber nicht möglich. Holz sollst du reinschleppen. Und 20 Taler aufs ganze Jahr! Und dann soll ich nur noch die Pfoten verfrieren und nicht mal satt! Kartoffel und Hering! Hier hast du'n Schlüssel. Je. Schneid da Brot ab. Und wenn du satt bist, scher dich. Verstanden? Das Flaumus steht in der obersten Reihe. Die Juste von Schulzens, die kriegt 40 Daler. Und... Renn du bloß mit dem Kopf durch die Wand. Du wirst bei den Leuten nicht ewig bleiben. Meins wehen zieh du zum 1. April. So lange bleibst du an Ort und Stelle. Das Weihnachtsgeschenk in der Tasche? Und dann möchtest du fortlaufen? Das ist ja keine Mode. Ich gehe bei den Leuten da ein und aus. Das werde ich wohl auf mir sitzen lassen. Das bisschen die Lumpe, das ich da anhabe? Und bare Geld, vergisst du wohl Jans? Jawohl doch, Jans im Merker 6. Ja, Geld ist Geld. Na, wenn ich doch aber kein mehr verdienen. Mit dem Maule. Nee, mit der Nähmaschine. Ich gehe nach Berlin und nähe Mäntel. Steche uns Emilie jetzt auch seit neuer. Komm du mir bloß mit der Schlumpe jetzt Ohren. Das wäre so ein Abersaming für dich, wa? Mit den Kerlen der Nächte verschwimmeln? Na, Mädel, wenn ich da bloß daran denke, ich hau da, dass du schon ja nicht mehr aufstehst. So, und nun kommt Papa. Nun nimm deine Obacht. Wenn Papa mir verpaukt, dann lauf ich vor und dann werde ich schon sehen, wo ich bleiben, du. Na, nun maul nicht. Je Futter de ziehen. Sie sind auch noch nicht im Molkenabend. Und gib dir Karnickel noch eine Handvoll Heu. Guten Abend. Hast du Schiffer-Emil getroffen? Ja. Na, kannst du nicht reden, ja oder nee? Will er noch rumkommen, hä? Na, immer zu. Schrei du mal noch mehr. Du bist schon couragierter Kerl. Und da vergisst er, die Türe zuzumachen. Ach Gott.
Was ist denn das wieder mit Leontin? Ja, nicht. Was hat ne Emil geladen? Alter, da klinkern. Was soll er geladen haben? Was ist denn wieder mit dem Mädchen? Die halbe Zelle oder die ganze? Was mit dem Pfeilsticker, wenn er los ist? Was Emil geladen hat, will ich wissen. Halben oder einen ganzen Kahn? Ich immer zu doch, ganze Zelle! Ein junger Förster in Rixdorf. Schee, Julian, krieg ich das Bette. Wenn du bloß nicht so schrecklich dumm wärst. Lass du mal bloß für die Mädels säuen. Das schlicht nicht in deine Konferenz. In meine Konferenz gehört das. Bei Jungen wäre das doch ganz was anderes. Da würde ich da doch niemals in die Rinnen reden. Ah, jedes hat seine Konferenz. Dann soll sie bei mir nicht gerade über den Weg laufen. Ich werde sie mal lassen zu Schanden schlagen. Das Mädel kann doch mal unser Glicke sein. Wenn du bloß für so was einen Verstand hättest. Dann soll sie mal sehen, wo sie bleiben tut. Oh, da ist keine Angst drum, Julian. Kann möglich sein, du erlebst noch was. Sie wohnt noch mal in der Belletage und wir sind froh, wenn sie uns bloß kennt. Was hat der Tetzrat zu mir gesagt? Ihre Tochter ist so ein schönes Mädchen. Die kann beim Theater Farore machen. Dann soll sie mal sehen, dass sie hinkommt. Das ist ja keine Bildung, Julian. Ach, na ja, nun mach sie erst mal einen Dienst kennenlernen und dann geht sie meinetwegen rin nach Berlin. Die ist heute noch viel zu jung für Theater. Mama, Mama, nun mach doch bloß mal auf. Was machst du mal denn nicht offen, Mama? Ich hab meine Hände und Füße verfroren. Da macht der Feuer in den Ofen. Da wird da schon warm werden. Wo steckst denn du überhaupt so lange? Na, ich hab dir die Stiefel geholt, Frau Vater. Und da bist du wieder 2 Stunden geblieben? Na, wenn ich um 7 erst bin gegangen. Um 7 bist du gegangen. Gar nicht. Da bist du wieder 4 und eine halbe Stunde geblieben. Das ist wohl die Fülle, wa? So, und jetzt hör ich mal drauf auf das, was ich da sage. Bleibst du mir noch einmal so lange fort und gar bei dem lausigen Vielitzenschuster, dann pass mal auf, was dir da passiert. Ich soll wohl bloß immer zu Hause biestern. Stille und red's keinen Ton. Wenn ich auch bloß mal ein bisschen zu Vielitzen gehe. Ob du wohl stille bist, möchte ich wissen. Lehr du mich Vielitzen kennen, dass du sein Handwerk ist, nicht aus Schuh flicken. Wenn einer erst 2 Mal im Zuchthause sitzt. Na, das ist doch nicht wahr. Das ist doch bloß alle zusammengelogen. Er hat es mir doch gesagt, Mama. Richard, das ist doch das ganze Dorf. Dumm Ernst. Das ist ein richtiger Kuppler. Ey, doch, so ja, bei dem Amtsvorsteher. Naja, als Spionierer. Ein Tenunziat ist da oben drauf. Was ist denn das, ein Tenunziat? Jetzt will ich noch 2 Wörter abwarten. Hier, schnell, wasch ab. Sei bloß ganz stille, sonst schlägt's nur ein. Was machst denn du da, Julian? Hast du das schon wieder vergessen? Ich hab dir das heute Morgen gesagt. Der Brett, was da losgerissen ist. Was vom Brett? Na, weißt du nicht. Hinten, am Ziehenstall. Wie morgen früh, ist ohne ein Dach. Nee. Mit sowas wollen wir bei uns nicht erst anfangen. Dort hast du einen Hammer. Und hier sind Nägel. Und nun sieh, dass du fortkommst. Du bist hier mein Dusselig. Wenn Vulko kommt, was soll er geben? Na, Merker 12 doch, ganz gewiss. Merker 12. Du machst, dass Papa sein Essen kriegt.
ist denn das, Mama? Ein Klapperstorch. Ein Klapperstorch hat der auch Hörner? Das weiß ich schon, ein Rehbock ist das. Na, wenn das weißt, was frägst du denn da erst? Hat den Papa geschossen, Mama? Ja, nur rennt hoch und schreit durchs ganze Dorf, Papa hat einen Rehbock geschossen, ja? Der mal schön hüten, da kommt doch der Schulze. Vor Gendarmen Schulze fürchte ich mir nicht, der hat mir schon mal ein Kind gefasst. Der kann dreiste kommen. Wir tun nichts Böses. Wenn ein Reh einen Schuss hat und ist am Verenden und findet kein Mensch, da fressen's der Raben. Ob wir nur fressen oder der Raben? Ja, fressen wird's doch. Nun sag mal, Holz hast du sollen rinräumen? Ja, bei der Kälte. 2 Meter Knüppel. Und wenn man kaputt ist wie so ein Hund, um 9:30 des Abends spät. Und nun liegt wohl das Holz noch auf der Straße? Von Jartentor liegt es, ich weiß weiter nicht. Na, wenn sie nur aber... Und stehlen das Holz, was sie denn mal früh? Ich gehe nicht mehr hin. Eine grüne Knüppel? Oder trockene? Das sind so schöne, trockene Knüppel. Oh Mama, ich bin so schrecklich müde. Ich hab mal so schrecklich, muss schindern. Meinst du, ihr bleibst heute Nacht bei uns? Juhu! Ich hab mal ein bisschen anders überlegt. Und morgen früh werden wir weitersehen. Ich bin ganz abgekommen, Mama. Das hängt alles nur noch so an mir. Naja, du mach hier schlafen. Der Papa nie etwa doch noch einen Krach macht. So von solchen Sachen versteht er zu wenig. Papa spricht ja auch immer so ungebildet. Ja, der hat eben keine Bildung gelernt. Ja, das wäre mit euch ohne anders, wenn ich euch nie hätte Bild erzogen. Nur macht mich rin. So. Nur ich schlafen. Mama, Mama, der Motes ist fort von Krüers. Da hat er wohl die Miete nie bezahlt? Mit Hängen und Wohin, sagt der Krüer. Er hat ihm aber doch rausgeschmissen. Es wäre so ein verlogener und windiger Kerl, hat er gesagt. Und immer so hochmütig zu Herrn Krüer. Na, wenn ich wie Herr Krüer gewesen wäre, den hätte ich gar nicht so lange behalten. Weil Krüer doch Tischler gewesen ist. Denn ist Motes man immer so... Verächtlich. Mit Herrn Dr. Fleischer hat er sich auch gezankt. Ach, wer sich mit dem zankt, möchte ich wissen. Die Leute tun keine Fliege was. Er darf ja nicht mehr bei Fleischers hinkommen. Wenn du mal könnt's bei den Leuten ankommen. Ja, da sind die Mädchens wie Kind im Hause. Und was der Bruder ist in Berlin, der ist doch Kassierer bei einem Theater. Wollt ihr mir wohl mal gefälligst drin lassen? Ja, freilich! Warum nicht? Immer rein in der Bude. Ich wünsche einen schönen guten Abend. Na, da kommt da doch wieder angezogen, der Wolf ein bisschen über das Ohr hauen. Ja, das versuche ich doch schon ja nicht mehr. Anders wird es doch wieder nicht werden. Umgekehrt wird ein Schuh draus. Noch was. Hier liegt er. Kapitalstücke, wa? Mit Julius man auch gehörig aufpasst. Die sind jetzt all böse hinterher. Was wollen sie denn geben? Das ist die Hauptsache. Was nützt das lange Gequassle da? Was ich Ihnen sage. Ich komme von Grünau. Und da habe ich es ganz bestimmt gehört. Sie haben Fritze Webern geschossen. Haben ihm die Hosen voll Schrot gesehen. Was wollen Sie geben? Das ist die Hauptsache. Ja, ich habe man schon 4 Böcke zu liegen, ne? Mit der Wehen geht eure Zelle nicht unter. Ja, das soll so auch nicht. Das wäre so ein Fest, ne? Aber warten denn, wenn ich nur liegen bleibe? Ich muss mit den Dingern doch rennen nach Berlin. Und wenn er die Nacht so weiterbackt, dann gibt es morgen schon ja kein Fortkommen. Dann sitze ich im Eise mit meinem Kahn. Und dann habe ich die Dinger auf dem Hals.
Mädel, spring noch mal runter zu Schulzen. Sagst einen schönen Gruß und der soll mal rufkommen. Die Mutter hätte was zu verkaufen. Na, hab ich gesagt, ich will es nicht kaufen? Dann bist du das ganze Jahr, ich werde es kaufen. Na, ich will es doch kaufen. Na, wenn ich will, dann lässt es halt bleiben. Ich kaufe den Stück! Was sollten bringen? Der Dreh hier hat seine 30 Pfund. Aber gut und gerne, kann ich Ihnen sagen. Was? Adelheidchen, du warst ja dabei. Wir konnten zwar kaum auf den Nabel heben. Ich hab mal richtig was ausgerenkt. Mit Merker 13 ist es bezahlt. Da verdiene ich auch nicht 10 Pfennig bei. Ich wünsche Ihnen eine glückliche Reise. Mehr wie 13 kann ich nicht geben. Lassen Sie mal. Ich kann nicht mehr geben, was ich Ihnen sage. Und das ist auch bloß, dass ich die Kundschaft behalte. Oh. Jott soll mir strafen, weil das ganze Geschäft verdiene ich doch nicht so viel. Und wenn ich auch sagen wollte, 14, dann setze ich zu. Dann habe ich Verlust von einem Mark. Aber das soll mir nur ganz egal sein, damit ihr nur den guten Willen seht. Vormerker 14. Lass gut sein. Der Dreh werden wir los. Da warten wir noch nicht mal bis morgen früh. Ja, wenn das mal keiner liehen sieht, das ist nicht mit Geld abzumachen. Der Dreh hier, das haben wir verendet gefunden. Ja, eine Schlinge, das will ich loben. Jetzt komm bloß nicht auf die Art. Da habt ihr bei mir kein Glück. Ich habe man schon Stück auf ihre zu liehen. Das wollte ich ja sagen. 15 Mark. Nee, Volko. Heute ist kein Geschäft mit uns. So was kann man zuletzt nie wegschenken. Habe ich etwa groß was davon? Das Schiffwerken ist ein gezwungenes Werk. Und Paschen, das ist ein schlechtes Geschäft. Wenn ihr alle rinfliegt, dann fliehe ich doch schon lange rin. 2 Jahre, 40. Da plage ich man noch. Und was habe ich heute davon? Das Reisen habe ich. Wenn ich das morgens früh aufstehe, dann muss ich schreien wie so ein junger Hund. Ich will mal schon viele Jahre einen Pelz kaufen. Wa? Das haben mir alle Doktors geraten, weil das ich so leidenschaftlich bin. Ja? Ich hätte mir doch keinen können kaufen wollen, bis heute nicht. So wahr, wie ich hier stehe. Hast du von Leontine gehört? Na, will ich mal sagen, 16 Mark. Nicht unter 18. Ach. Ist nicht. Was dreht sie da wieder? Na, Frau Krüger hat sich einen Pelz gekauft. Der hat bei 500 Mark gekostet, einen Biberpelz. Ein Biberpelz? Hm? Wer hat den gekauft? Na, Frau Krüger, doch für Herrn Krüger zu Weihnachten. Das Mädchen ist so bei Krüger in Dienst? Nee, ich nicht. Meine Schwester. Ich gehe überhaupt nicht bei Leuten in Dienst. Ja. Also, wenn ich nur so was mal haben könnte. Um so was erwerb ich mir ja schon lange. Da gebe ich auch 60 Taler für. Der Doktor und Apotheker hält, das gebe ich doch lieber für Pelzwerk aus. Und da habe ich auch noch ein Vergnügen. Na, ihr braucht da bloß mal hingehen, Volko, bei Krüjan rüber. Vielleicht checkt dann weg. Nee. Gut will ich nicht. Aber wie gesagt, für so was. Da interessiere ich mir sehr. Tja, so einen Pelz möchte ich auch gerne mal haben. Na, wie ist es? 16 Mark. Nicht unter 18. Unter 18 ist nicht, hat Julian gesagt, ne? Julius, du hast doch gesagt, 18 Mark. Was habe ich gesagt? Du hörst doch wieder meine Jut. Du hast doch gesagt, nicht unter 18. Um wen ja soll ich den Bock nicht hergeben? Ich habe das gesagt. Ach so, ja. Das Stücke Wild, ja. Das ist ja auch ja nicht zu viele. Dass das noch mal ein Ende hat, 17 Mark. Na, stimmt das nun? Ja, seid doch ein beschissener Kerl, Volko, wirklich. Ich hab's ja gesagt, wie er zur Türin kam, der braucht bloß über die Schwelle zu treten. Da hat man schon ein Ding über das Ohr. Ja, du hilftet mal gleich hier rinbuxieren. Ja.
Und wenn Sie mal was zu hören kriegen von sowas. Ich meine, beispielsweise so ein. Na, beispielsweise so ein Pelz. Zum Beispiel. So Stücker 60, 70 Taler, die bin ich imstande und lese an. Wie soll wir denn zu so einem Pelz kommen? Psst, können wir die Stube wegstecken? Wegstecken! Das ist doch bloß Moinrot, Mama. Das war bloß der Amtsdiener Middeldorf. Was? Deibel, ihr habt ja schöne Bekanntschaft. Du seht aber, dass da fortkommt, Vulko. Mama, der Mino hat angeschlagen. Macht, macht, Vulko federt. Und hinten raus, durch den Gemüsejarten. Julian wird aufmachen. Hey, Julian, mach auf. Und wenn mal so was wäre wie so ein Biberpelz? Freilich, du machst bloß. Wenn die Spree nicht zu wird, bin ich in Stücker 3-4 Tage wieder retour von Berlin. Dann liege ich mit meinem Kahn wieder unten. An die große Brücke? Wo ich immer liege. Na, Julius, denn wanke man immer vorauf. Mama, der Mino hat schon wieder gebellt. Ach, lass ihn bellen. Ich glaube, da kommt der dämliche Motis. Nee, da lauf runter. Papa soll raufkommen. Der dämliche Motis braucht man nicht erst im Hause rumschnüffeln. Ich bin schon zu spät gekommen, Mama. Motis. Nase blau gefroren, Mutter Wolfen. Warum gehen Sie spazieren in der Nacht? Sie haben nur am Tag Zeit genug. Ach, schön warm ist hier. Wer hat Zeit am Tage? Na, Sie? Ich lebe wohl etwa von meinen Renten? Das ist ja ich nicht, von was Sie leben. Hallo, seien Sie mal bloß nicht so glubsch, Mutter Wolfen. Wir wollten mal fragen nach unserer Rechnung. Das haben Sie mal schon mehr wie einmal gefragt. Na, da fragen wir eben normal, was ist denn dabei? Wir müssen ja endlich mal bezahlen. Bezahlen wollen Sie? Na, ihr wisst doch, natürlich. Mutter Wolfen tut ganz erstaunt. Sie dachten wohl, wir würden Ihnen durchbrennen. Was? So was weg, da wollen die denken. Ja, das sind 11 Mark. Und 30 Pfennige. Mhm. Ja, Mutter Wolfen, wir kriegen Geld. Die Leute werden ihr Augen machen. Das riecht ja hier so. Hasenbraten. Dachhase vielleicht, das ist schon eher möglich. Da wollen wir gleich mal nachschauen. Topf gucken ist nicht. Frau Wolfen, wir haben auch was gefunden. Ich hab nichts verloren. Da, sehen Sie mal zu. Das sind Wuscheln. Die haben wir ganz in der Nähe hier gefunden, kaum 20 Schritte von Ihrem Garten. Also, ihr Kinder, was hier bloß hier wilddiebt wird. Wenn Sie bloß aufpassen, Mutter Wolfen, dann können Sie den Wilddieb richtig mal fassen. Nee, solche Sachen nehmen wir nicht an. Wenn ich bloß so einen Halunken mal treffe, dem gebe ich zuerst ein paar hinter die Ohren. Und dann bringe ich den unbarmherzig zur Anzeige. Frau Wolfen, haben Sie ein paar frische Eier? Jetzt, mitten im Winter? Die sind ja rar. Förster Seidel hat wieder ein Wildtier gefasst. Wird morgen nach Moabit gebracht. Hat Schneidecker, das muss man sagen. Wenn ich bloß nicht das Malheur gehabt hätte, dann könnte ich heute Oberförster sein. Dann würde ich die Hunde noch anders zwiebeln. Das hat manch einer schon büßen müssen. Ja, wer sich fürchtet. Ich fürchte mich nicht. Ich habe auch schon so ein paar denunziert. Und ein paar anderen warte ich noch bloß. Die laufen mir auch noch in die Hände. Die Schlingenleger sollen nur nicht denken, dass ich sie nicht kenne.
kenne sie genau. Haben Sie vielleicht hier backen, Mutter Wolfen, uns ist das Bäckerbrot so zuwider. Sie wollten doch, denke ich, die Rechnung ausgleichen. Ich sag Ihnen ja Sonnabend. Mutter Wolfen, mein Mann ist doch Redakteur geworden von den Blättern für Yacht- und Forstwirtschaft. Na, da weiß ich schon, was das heißt. Da wollte ich Ihnen sagen, wir sind ja von Krüger schon fortgezogen. Ja, weil sie mussten, sind sie gezogen. Wir mussten? Du Männer, hör doch mal. Frau Wolfen meint, wir mussten von Krüger fortziehen. Weshalb ich dort fortgezogen bin, das werden Sie schon noch mal erfahren. Der Mann ist ein Wucherer und ein Halsabschneider. Davon weiß ich nicht, dazu kann ich nichts sagen. Ich warte nur, bis ich Beweise habe, der soll sich von mir nur ja in Acht nehmen, der. Und sein Busenfreund, der Dr. Fleischer, der ganz besonders. Wenn ich bloß wollte, ein Wort genügte, das ist der Mann hinter Schloss und Riegel. Die Männer haben sie wohl wieder gezankt. Mit meinem Mann ist nicht zu spaßen. Wenn der sie was vornimmt, der lässt nie locker. Und der steht ja sehr gut mit dem Herrn Amtsvorsteher. Na, wie ist es mit der Eier und ein Stück Brot? Na, fünf war halt gerade noch liegen. Ja, sind Sie nur zufrieden? Na, ihr wisst doch natürlich. Gut sind doch die Eier. So gut, wie meine Hühner sie gelegt haben. Na denn, gute Nacht und nächsten Sonnabend. Jetzt! Ist ja gut, ja, ja, ist ja gut. Mach bloß, dass du rauskommst. Bei allen Leuten bloß nicht wie Schulden. Die schlafen, Mädel. Nacht, Mama. Na, gibst du Papa keinen gute Nachtkuss? Nacht, Papa. Das muss man immer erst extra sagen. Was musst du die Leute alle Eier geben? Ich soll mal den Kerl zum Feinde machen. Mach du da auch den zum Feinde, Julian. Ich sag da. Das ist ein gefährlicher Kerl. Der hat nichts zu tun, wie die Leute aufpassen. Komm, setz dich, iss. Hier ist der Jabel. Von solchen Sachen verstehst du zu wenig. Pass du lieber auf deine Sachen auf. Der Schlingen legst du gleich hinten an die Arten. Das waren doch deine. Na, immer zu. Dass du der dämliche Mot das auch gleich findet. So in der Nähe vom Haus. Verstehst du? Da legst du mal keine Schlingen mehr. Womit legst du noch? Wir haben sie gelegt. Heere du bloß mit der Quassel auf. Du sollst es auch alle, Julian. Ich soll wohl noch jeden bisschen Hinterwinkel. Das Beste wär's und wir machen es gleich ab. Ich spiele die Knochen schon ja nicht mehr. Jetzt hier sollen jeden, wer will, das ist mich egal. Hier, Herr Männer, ihr habt immer ein großes Maul. Und wenn dazu kommt, dann könnt ihr nicht leisten. Wenn du bloß nicht so frei hier wärst, da hätten wir schon schnell ein paar Meter Holz. Da brauchten wir Ojani erst weit zu gehen. Lass mir mal essen! Ihn haben! Ja! Sei bloß nicht immer so nieseldrätig. Ich will mal gut sein, nur pass mal auf. Na, siehst du? Das hat er mitgebracht. Ja. Du machst doch wieder ein freundliches Gesicht. Jo. Das ist, bei der Kälte ist das Allianz gut. Ja. Sorge ich nur etwa für dich. Ganz gut war das. Das war ganz gut. Ja, Wolko. Das ist doch ein rechter Halunke. Der tut doch immer, als wenn es ein schlecht ginge. Der soll bloß stille sind. Der all mit seinem Handel.
Hast du gehört mit dem Biberpelz? Ich habe nichts gehört. Na, das Mädel erzählt dir doch. Von der Frau Krüger? Die hat doch dem Krüger einen Pelz geschenkt. Die Leute haben es doch. Naja, und da meint sie doch, Vulko? Also, das hast du doch gehört. Wenn er so einen Pelz mal kriegen könnte, da würde er glatt 60 Taler geben. Der soll sich ja selber den Finger verbrennen, Ei. Bringt man noch hin. Na dann? Na dann immer zu, Ei. Was? Wie viel haben wir denn nun all seit Juli abgezahlt? 30 Taler. Dann bleiben wir immer noch all. Sind immer noch 70. Ja. Ja. Man kommt halt durch die Art ja nicht recht weiter. So 50, 60 Taler auf einmal. Wenn man die auf einmal so hinlegen könnte, da wäre doch der Grund und Boden bezahlt. Und da könnten wir auch gleich 100 bis 200 wieder aufnehmen. Wollen wir ein paar hübsche Stuben aufbauen? Sommergast kann man da so nicht aufnehmen. Und Sommergäste, die bringst hauptsächlich. Ja, immer zu, Ei. Du bist ein zu langsamer Mensch, Julian. Hättest du mal das Grundstück gekauft? Hm? Na? Und wenn wir das heute auch wollten verkaufen, da könnten wir schon doppelte für kriegen. Eine ganz andere Temperatur. Wenn du bloß meine Temperatur hättest. Ja, ich arbeite doch. Was nützt denn das alles? Ja, bis dann mit ein bisschen Arbeit wirst du weit kommen. Ich kann doch nicht stehlen. Ich soll wohl alle rinfallen. Ja, hier hat ja kein Mensch von Stehlen geredet. Aber wer halt nicht wacht, der gewinnt doch nicht. Und wenn du erst reich bist, Julian, ja, und kannst in der Equipage sitzen. Da fragt er keinen Mensch nicht, wo du das her hast. Und wenn man von armen Leuten nehme. Aber wenn wir nur wirklich und singen hin bei Krüjan und laden die 2 Meter Holz auf den Schlitten und stellen die hinten bei uns in Schuppen rin, da sind die Leute noch lange nicht ärmer. Holz? Was soll denn das jetzt einfach da sind mit dem Holz? Albert, du bekümmerst da im Renum ja nicht. Deine Tochter kann man zu Tode schinden. Holz hat sie sollen rinräumen, abends um 10. Deswegen ist sie fortgelaufen. Bei sowas, da muss immer eine Strafe sein. Wer mich haut, sprech ich, den hau ich wieder. Na, haben sie all das Mädchen gehaut? Na, wenn sie es fortgelaufen, Julian. Nee, also mit dir ist ja nicht anzufangen. Nun liegt das Holz da auf der Jasse draußen. Na, wenn ich nur sagte, wir wollen gehen, schindst du meine Kinder, dann nehm ich dein Holz, du würdest mir noch ein schönes Gesicht schreiben. Das will ich mal ja nicht. Ich will mir das ausgebeten, Helm. Das so hat, das Schlagern hier nicht mehr vorkommt. Du quassel dir erst, hol deine Strippe. Zeig lieber den Leuten, dass du den Mumm hast. In einer Stunde ist alles gemacht. Dann gehen wir schlafen und damit jut. Aber wenn das rauskommt, mich ist es egal. Ja, weck bloß nicht den Mädel. Frau Wolfen, sind Sie noch wach? Na freilich, Mitteldorf. Komm so rein. Guten Abend, Frau Wolf. Gute Nacht. Wollen Sie was sagen? Ich bin schon vorhin mal hier gewesen. Erst war es mir so, ich sehe Licht. Denn war es nicht einmal gänzlich dunkel. Hat mir auch keiner weiter geantwortet. Nun habe ich es aber ganz deutlich gesehen, dass diesmal Licht war. Na, da komme ich noch mal. Ja, und was bringen Sie mir denn nun, Mitteldorf? Ja, deswegen bin ich ja hergekommen. Ich habe was von der Frau Amtsvorsteher. Du hast wohl waschen kommen? Jawohl. Wenn denn da? Morgen. Morgen früh. Das sagen Sie mir in der Nacht um 12? Nee, das ist morgen. Waschtag bei der Frau Vorsteher. Das muss man doch ein paar Tage vorher wissen. Ja, ich wisst doch, machen Sie mal bloß keinen Lärm, nicht.
Ich hab es mal wieder vergessen gehabt. Mir geht so viele im Kopf herum, dass ich immer so was zu leicht verschwitze. Na ja, lassen Sie es gut sein. Merk schon irgendwie einrichten. Wir stehen ja auf dem guten Fuß miteinander, wa? Wir haben mal so schon genug auf dem Buckel mit Ihrer 11 Kinder zu Hause. Was brauchen Sie sich noch schlecht machen lassen? Na, wenn Sie morgen nicht kommen, Mutter Wolfen, dann geht es mir madig schlecht morgen früh. Na ja, lassen Sie es gut sein, wer schon kommen. Hier, trinken Sie mal. Wir hier nämlich heute Nacht noch auf der Reise. Nach Fette Jense rüber, nach Treptow. Man hat ja am Tag keine Zeit. Ich bin gekündigt. Wissen Sie schon? Amtsvorsteher hat mir gekündigt. Ich bin nicht scharf genug auf die Leute. Da soll er irgendwo sein wie ein Kettenhund. Ich ginge am liebsten ja nicht zu Hause. Denn wenn ich komme, dann gibt es bloß Zank. Da weiß ich mir nicht zu retten vor Vorwürfen. Da halten Sie sich die Ohren zu. Da geht man nur mal ein bisschen ins Wirtshaus, dass die Sorgen ihn nicht ganz unterkriegen. Das soll man nur auch nicht. Ja, nicht soll man. Da hab ich heute wieder gesessen, seit einer ein Fässchen aufgelegt. Sie werden sie doch vor den Weibern nicht fürchten. Ja. Und wenn die halt schimpft, dann schimpfen sie wieder. Und wenn die halt haut, ja, dann hauen sie wieder. Ja. Nur kommen Sie mal. Sie sind länger wie ich. Nun langen Sie mal das Seil da runter. Du, Julian, mach deinen Schlitten zurecht. Ich kann nicht sehen. Was kannst du nicht? Ich kann den Schlitten alleine nicht rauskriegen. Und ohne Licht geht das schon ja nicht. Ja, warte doch. Ich werde da helfen. Dort, die Laterne, Mitteldorf. Ja, schönen Dank. Ja. Nun können wir gehen. Sie können uns ein bisschen leuchten dazu. Morgenrot, Morgenrot, leuchtet uns zum frühen Tod. Moin. Gehorsamster Diener, Amtsvorsteher. Irgendwas vorgefallen, Glasenapp? Habe zu melden, Herr Amtsvorsteher, da war zuerst... Ja, der Gastwirt Fiebig bittet um die Erlaubnis, Herr Vorsteher, am nächsten Sonntag Tanzmusik abhalten zu dürfen. Ist das nicht... Sagen Sie doch mal... Fiebig? Hat einer doch neulich den Saal hergegeben. Für die Freisinnigen, zu Befehl, Herr Baron. Dasselbe Fiebig? Jawohl, Herr Baron. Dem wollen wir mal ein bisschen Kandare anlegen. Gehorsamer Diener, Herr Baron. Hören Sie mal, ein für allemal. Im Dienste bin ich der Amtsvorsteher. Jawohl, zu Befehl, Herr Amtsvorsteher, wollte ich sagen. Nur merken Sie sich das endlich mal, dass ich Baron bin, ist Nebensache. Also kommt hier wenigstens gar nicht in Betracht. Also bitte, ich möchte weiter hören. War denn der Schriftsteller Motis nicht da? Jawohl, Herr Amtsvorsteher. So, war also da. Da bin ich doch außerordentlich neugierig. Der wollte doch hoffentlich wiederkommen. So gegen 11:30 will er wieder hier sein. Hat er Ihnen vielleicht was gesagt, Glasenapp? Da kam in Sachen des Dr. Fleischer. Nun sagen Sie noch mal, Glasenapp, ist Ihnen der Dr. Fleischer bekannt?
Ich weiß bloß, der wohnt in die Villa Krüger. Wie lange ist der Mann schon am Ort? Zu Michaeli bin ich gekommen. Nun ja, Sie kamen mit mir zugleich. Ich bin ja circa 4 Monate hier. Ich denke, der Mann muss 2 Jahre hier sein. Sie können ja wohl keine Auskunft geben. Zu dienen. Michaeli. Vorm Jahr. Wie? Ist der Mann da hierher gezogen? Zu dienen. Von Berlin, Herr Amtsvorsteher. Ist Ihnen der Mensch vielleicht näher bekannt? Ich weiß bloß, Ihr Bruder ist Theaterkassierer. Ich habe ja nicht nach dem Bruder gefragt. Was treibt der Mann? Was tut er? Was ist er? Ja, da kann ich Ihnen auch nichts genaues sagen. Bloß, dass er krank ist, das sagen die Leute. Er leidet ja wohl an die Zuckerkrankheit. An was der Mann leidet, ist mir egal. Der kann Sirup schwitzen, wenn es ihm Spaß macht. Was ist er? Er nennt sich Privatgelehrter. Privatgelehrter. Der Buchbinder Huck hat Bücher von ihm. Er lässt alle Woche welche einbinden. Ich möchte mal sehen, was der Mann so liest. Der Briefträger meint, er hält 20 Zeitungen. Auch demokratische sind mit drunter. Sie können mir den Huck mal herbestellen. Gleich? Bei Gelegenheit, morgen, übermorgen. Er mag mal so ein paar Bücher mitbringen. Sie scheinen den ganzen Tag zu schlafen. Wie? Oder hat der Mann vielleicht gute Zigarren? Herr Vorsteher, das lassen Sie mal. Ich sehe mir meine Leute schon an. Das hat mein Herr Vorgänger hier so einreißen lassen. Allmählich wird das schon anders werden. Für eine Polizeiperson ist es schmählich, sich von irgendwem regalieren zu lassen. Ihnen selbstverständlich böhmische Berge. Hat Motis nichts Bestimmtes gesagt? Bestimmtes hat er mir nicht gesagt. Er meinte, der Herr Vorsteher wüsste schon. Das heißt, ich weiß nur ganz Allgemeines. Ich hatte den Mann ja schon längst im Auge. Ich meine natürlich den Dr. Fleischer. Herr Motis hat es mir nur bestätigt, dass ich den Patron ganz richtig erkannt habe. Was hat denn der Motis so für einen Leumund? Pumpt sich wohl rum, was? Er sagt ja, er hat seine Pension. Pension? Er hat doch den Schuss ins Ohr bekommen. Wer dann so eine Art Schmerzen zählt? Sie werden verzeihen, Herr Amtsvorsteher. Ich glaube, der Mann hat mehr die Schmerzen. Von Geld hat noch keiner bei dem was bemerkt. Ja. Sonst eine Sache von Bedeutung? Nee, nur Kleinigkeiten, Herr Amtsvorsteher. Eine Dienstabmeldung. Na, schon gut, schon gut. Haben Sie vielleicht mal was läuten hören, Glasenapp, dass Fleischer die Zunge nicht recht im Zaum hält? Nö, nicht, dass ich gerade im Augenblick wüsste. Man hat mir das nämlich hinterbracht. Er führe ungesetzliche Reden auf alle möglichen hohen Personen. Aber das wird sich im Übrigen ja alles zeigen. So, nun wollen wir doch an die Arbeit gehen. Ja, Mitteldorf, hier ist, haben Sie etwa noch was? Es soll heute Nacht ein Diebstahl verübt sein. Ein Diebstahl? Wo? In der Villa Krüger. Was ist gestohlen? Knüppelholz. In der letztvergangenen Nacht, oder wann? Vergangene Nacht. Na, von wem haben Sie es denn? Ich habe es von... Von wem? Ich habe es von... Von Herrn Fleischer gehört. So, mit dem Mann unterhalten Sie sich? Der Herr Krüger hat es ja auch selbst erzählt. Der Mann ist der reine Quirulant. Der Mann schreibt mir wöchentlich 3 Briefe. Bald hat man ihn übers Ohr gehauen, bald hat man seinen Zaun zerbrochen, bald hat man seine Grenze verrückt. Nur Scherereien auf Scherereien. Gehorsamster Diener, Herr Amtsvorsteher. Da sind Sie ja. Freut mich, dass Sie kommen. Da können Sie mir vielleicht gleich mal sagen, bei Krüger soll ja gestohlen sein. Ich wohne nicht mehr in der Villa Krüger. Und haben auch sonst nichts gehört, Herr Motis? Gehört habe ich wohl, aber nichts Genaues.
Als ich jetzt bei der Villa vorüberkam, da suchten sie beide die Spuren im Schnee. So, Dr. Fleischer ist ihm also behilflich. Da sind Sie wohl ziemlich dick befreundet. Ein Herz und eine Seele. Was nun den Fleischer anbelangt, das interessiert mich vor allen Dingen. Setzen Sie sich doch. Ich kann Ihnen sagen, ich habe die halbe Nacht nicht geschlafen. Die Sache hat mich nicht schlafen lassen. Sie haben mir da einen Brief geschrieben, Herr Mottes, der mich außerordentlich aufgeregt hat. Das ist nun freilich Sache der Anlage. Meinen Vorgänger würde das nicht gestört haben. Ich meines Teils habe mich fest entschlossen, was man so sagt, durch und durch zu drücken. Meine Aufgabe hier ist mustern und säubern. Was hat sich im Schutze meines Herrn Vorgängers nicht alles für Kehricht hier angesammelt? Dunkle Existenzen, politisch verfemte, reichs- und königsfeindliche Elemente. Die Leute sollen zu stöhnen bekommen. Nun also, Herr Mottes, Sie sind also Schriftsteller. Für forst- und jagdliche Sachen, jawohl. Und da schreiben Sie so in Forst- und Jagdzeitungen. Apropos, können Sie denn davon leben? Na, wenn man so eingeführt ist wie ich, Herr Baron. Ich habe ja sei Dank mein schönes Auskommen. Sie sind ein gelernter Forstmann. Wie? Ich war auf Akademie. Herr Vorsteher, in Eberswalde habe ich studiert. Kurz vor dem Examen betraf mich das Unglück. Ah ja. Ich verlor ein Auge auf Yacht. Also ich bekam ein Schrotkorn ins rechte Auge. Von wem war leider nicht zu ermitteln. Da musste ich denn die Karriere aufgeben. Also Pension bekommen Sie nicht? Nein! Aber ich habe mich nun schon so ziemlich durchgefressen. Mein Name ist doch nun schon ziemlich genannt. Ist Ihnen vielleicht mein Schwager bekannt? Herr Oberförster von Wachsmann? Jawohl, Herr Baron. Korrespondiere viel mit ihm. Außerdem sind wir Vereinsgenossen, Verein zur Züchtung von Vorstehhunden. So, sind Sie also mit ihm bekannt? Das ist mir ja angenehm zu hören. Das erleichtert die Sache ja wesentlich und begründet das gegenseitige Vertrauen. Da hindert uns ja nun nichts mehr, Herr Mottes. Sie schrieben mir also in Ihrem Briefe, Sie hätten Gelegenheit gehabt, Herrn Dr. Fleischer zu beobachten. Erzählen Sie mal, was Sie wissen. Ja, als ich vor einem Jahre circa die Villa Krüger bezog, Herr Baron, da hatte ich keine Ahnung, mit wem ich da zusammengeraten würde. Sie kannten weder Krüger noch Fleischer? Nein! Wie das so ist in einem Hause. Ich konnte mich nicht so recht zurückziehen. Was kamen denn da so für Leute ins Haus? Ach! Ja, ich verstehe. Kreti und Pleti. Demokraten. Gab es regelmäßige Zusammenkünfte? Alldonnerstäglich, soviel ich weiß. Da wollen wir doch mal ein Augenmerk drauf haben. Sie verkehren jetzt nicht mehr mit den Leuten. Das war mir zuletzt nicht mehr möglich, Herr Baron. War Ihnen widerwärtig, was? Das war mir gänzlich zuwider geworden, jawohl, Herr Baron. Das ganze ungesetzliche Wesen, das freche Gespött über hohe Personen, das konnten Sie zuletzt alles nicht mehr anhören? Ich blieb, weil ich dachte, wer weiß, wozu es gut ist. Aber endlich haben Sie doch gekündigt. Ja, ich bin gezogen, jawohl, Herr Baron. Und endlich haben Sie sich entschlossen, das habe ich für meine Pflicht gehalten, davon zu unterrichten. Ich finde das sehr ehrenwert von Ihnen, Herr Mottes. Er hat also so ein Wort gesagt, wir werden ja später protokollieren, auf eine Persönlichkeit bezüglich, die uns allen ehrfurchtgebietend hochsteht. Ihr wisst, Herr Baron, das hat er gesagt. Und das würden Sie eventuell beeiden? Ja, das würde ich eventuell beeiden, ja.
Sie würden es auch beeiden müssen. Jawohl, Herr Baron. Das Beste wäre ja allerdings, wir könnten noch einen Zeugen bekommen. Ja, da müsste ich mich umsehen, Herr Baron. Nur wirft der Mann so mit Geld herum? Ah, warten Sie mal. Da kommt schon der Krüger. Ich will doch den Mann lieber vorher abfertigen. Ich bin Ihnen jedenfalls sehr dankbar, dass Sie mich so tatkräftig unterstützen. Man ist geradezu darauf angewiesen, wenn man heutzutage etwas ausrichten will. Ach Gott, ach Gott, ach Gott, ach Gott. Guten Morgen, Herr Vorsteher. Entschuldigen Sie bitte einen Augenblick. Was wünschen Sie denn? Bestohlen bin ich, Herr Amtsvorsteher. Bestohlen? Mhm. Ja, jawohl, bestohlen. Ich bin bestohlen. Man hat mir 2 Meter Holz entwendet. Es ist doch sonst in der letzten Zeit hier nicht das Geringste vorgekommen. Was? Nicht das Geringste? Ach du lieber Gott, da stehe ich vielleicht zum Spatel hier. Sie brauchen deshalb nicht ausfällig zu werden. Wie heißen Sie übrigens? Wie ich heiße? Ja, wie Sie heißen. Ich denke, wir hatten schon das Vergnügen. Bedauere, wüsste mich kaum zu erinnern. Das wäre schließlich hier auch ganz gleichgültig. Ich heiße Krüger. Rentier und Hausbesitzer. Ich bitte, legitimieren Sie sich. Krüger! Heiß ich! Das ist der Herr Rentier Krüger von hier. Gut. Holz ist Ihnen also gestohlen. Ja. Holz. 2 Meter Knüppel. Haben Sie das Holz im Schuppen gehabt? Das ist wieder eine Sache für sich. Das ist eine ganz besondere Klage. Schon wieder eine. Was meinen Sie? Nichts, fahren Sie nur immer fort. Das Holz war also wohl nicht im Schuppen. Das Holz war im Karten. Das heißt vor dem Karten. Mit anderen Worten, es lag auf der Straße. Es war vor dem Karten auf meinem Grundstück. So, dass jeder ohne weiteres dazu konnte. Das ist eben die Schuld des Dienstmädchens. Sie sollte das Holz am Abend hereinräumen. Und da hat sie es verschwitzt. Sie hat sich geweigert. Und als ich weiter darauf bestand, ist sie mir schließlich davongelaufen. Und nun werde ich dafür die Eltern verklagen. Ich beanspruche vollen Schadenersatz. Das halten Sie immerhin, wie Sie wollen, aber helfen wird es wohl nicht viel. Ist Ihnen nun irgendjemand verdächtig? Nein. Hier ist ja alles verstohlenes Pack. Vermeiden Sie bitte das Verallgemeinern. Ja, Sie müssen mir doch etwas an die Hand geben. Ich werde doch keinen Menschen beschuldigen auf gutes Glück. Wer wohnt außer Ihnen in Ihrem Haus? Herr Dr. Fleischer. Herr Dr. Fleischer, der Mann ist was? Grundgelehrt. Ein grundgelehrter Mann, jawohl. Da sind Sie beide wohl sehr intim miteinander? Mit wem ich intim bin, das ist meine Sache. Und das gehört auch gar nicht hierher, wie mich dünkt. Wie soll man schließlich da etwas ermitteln? Sie müssen mir doch einen Fingerzeig geben. Ich muss? Du lieber Gott, ja. Ich muss. Mir werden 2 Meter Holz gestohlen. Ich komme den Diebstahl einfach anzeigen. Ja, Sie müssen doch eine Vermutung haben. Das Holz muss doch jemand gestohlen haben. Ja, ich nicht. Ich ganz gewiss nicht. Aber lieber Mann. Ich heiße Herr Krüger. Ja, also Glasener, protokollieren Sie. Was ist denn nun mit dem Mädchen, Herr Krüger? Das Mädchen ist Ihnen fortgelaufen? Ganz gewiss, zu den Eltern zurück. Sind die Eltern am Ort? Was für ein Wort? Ob die Eltern des Mädchens hier am Ort sind. Das ist die Tochter von die Waschfrau Wolfen. Von der Wolfen, die heute bei uns wäscht, Glasene? Zu befehlen, Herr Vorsteher. Das ist ja äußerst merkwürdig. Diese fleißige, ehrenhafte Person verhält es sich so, die Tochter der Wolfen? Es ist die Tochter der Waschfrau Wolf. Und ist das Mädchen zurückgekommen? Bis heute nicht zurückgekommen. Na, dann wollen wir doch mal die Wolfen rufen. Hey, Middeldorf!
sind wohl sehr müde, was? Na, dann gehen Sie mal rüber über den Hof. Die Wolfen soll gleich mal zu mir kommen. Ich bitte, Herr Krüger, setzen Sie sich. Danke. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Das ist so ein Leben. Ich bin doch neugierig, was dabei herauskommt. Da muss irgendetwas nicht ganz stimmen. Ich halte nämlich sehr viel von der Wolfen. Das Weibsbild arbeitet Ihnen wie vier Männer, hat auch gar nicht üble Ansichten. Ihre Töchter sollen zur Oper gehen. Na ja, da mag da wohl eine Schraube los sein, ist aber doch kein Charakterfehler. Was haben Sie denn da hängen, Herr Mottes? Drahtschlingen, ich bringe Sie dem Förster Seidel. Und zeigen Sie doch mal hier so ein Ding. Da muss so ein Stück Wilken so langsam erwürgen. Ja, Benek. Was hat's denn nun? Was gibt's mit den Wolfen? Frau Wolf, ist Ihnen der Herr bekannt? Welcher Herden? Der hier. Das ist Herr Krüger. Den Weg wohl etwa kennen. Nicht wahr, Herr Krüger? Guten Moin. Moin. Ihre Tochter ist bei Herrn Krüger im Dienst. Wer? Meine Tochter? Jawohl. Leontine. Der Teste ist Ihnen ja fortgelaufen. Ja, allerdings. Warten Sie doch mal. Was hat dann da Enkli miteinander gehabt? Frau Wolf! Hören Sie mal auf mich. Ihre Tochter muss gleich in den Dienst zurückgehen. Nee, wir behalten sie jetzt zu Hause. Es geht nicht so einfach, wie Sie denken, Frau Wolf. Herr Krüger hat nötigenfalls das Recht, polizeiliche Hilfe anzurufen. Und dann müssten wir Ihre Tochter zurückbringen. Mein Mann hat sich halt den Kopf gesetzt. Er will sie halt ihn mal durchaus nicht mehr fortlassen. Und wenn mein Mann sich mal was den Kopf setzt... Ihr Männer, ihr seid halt zu schrecklich jähzornig. Nun lassen Sie das mal gut sein, Frau Wolf. Ihre Tochter seit wie lange zu Hause? Seit gestern Abend. Schön, seit gestern. Sie hat sollen Holz in den Schuppen räumen und hat sich geweigert. Geweigert? Das Mädel weigert Ihnen keine Arbeit. Das hätte ich dem Mädel wollen anstreichen. Sie haben gehört, was Frau Wolf gesagt hat. Sie hat sich geweigert, das Holz hereinzutragen. Na ja, Holz reinschleppen in Achtung mal, Belve. Wer das von so einem Kinde verlangt? Das Wesentliche ist nun... Frau Wolf, das Holz ist draußen liegen geblieben und diese Nacht ist es gestohlen worden. Nun will Herr Sie Krüger... Sie werden das Holz ersetzen, Frau Wolf. Das wird sich ja alles finden, warten Sie. Sie doch. Werden es mir bei Heller und Pfennig ersetzen. Auch noch. Na, das wäre ja eine neue Mode. Habe ich Ihnen vielleicht das Holz gestohlen? Nun lassen Sie sich mal den Mann erst beruhigen. Ja, wenn mir Herr Krüger erst so kommt... Mit Holz bezahlen und solche Sachen, da hat er bei mir kein Glück nicht. Ich bin zu den Leuten, ihr wisst immer freundlich. Ich tue meine Pflicht und damit ist gut. Da kann mir keiner im Dorf was nachsagen. Auf den Kopf rumtrampeln. Lass ich mir nicht. Vereifern Sie sich nur nicht, Frau Wolf. Sie haben durchaus keinen Grund dazu. Bleiben Sie immer ruhig, ganz ruhig. Sie sind uns ja nicht mehr unbekannt. Dass Sie fleißig sind und ehrenhaft, das wird Ihnen wohl kein Mensch bestreiten. Was haben Sie also dagegen zu sagen? Die Frau kann gar nichts dagegen sagen! Natürlich, aber 13! Ich halte vor niemand nicht hinterm Berg! Und wenn's der Hervorsteher selber ist, viel weniger vor Ihnen! Das können Sie mir glauben! Frau Wolf, ich begreife ja Ihre Erregung. Aber wenn Sie der Sache nützen wollen, so rate ich Ihnen, ruhig zu bleiben. Da hat man nur bei den Leuten die Arbeit! 10 Jahre habe ich die Wäsche gewaschen! Wir haben uns vertan, die ganze Zeit, und durfte ihn mal... Da kommen Sie mir so, zu Ihnen komme ich nie mehr. Das können Sie mir glauben. Das brauchen Sie auch nicht. Es gibt andere Frauen, die waschen können. Na, das Obst und das Gemüse aus Ihren Jagd, das kann Ihnen noch eine andere verkaufen. Das will ich auch so los. Sie hätten bloß brauchen, einen Prügel nehmen und Ihre Tochter zu mir zurückzujagen. Und ich lasse meine Tochter nicht schinden.
Wo haben Sie denn das Holz gekauft? Na, dauert die Sache hier noch lange? Ja, weshalb denn, Frau Wolf? Na, wegen der Wäsche. Wenn ich hier meine Zeit verstehe, dann kann ich auch heute nicht mehr fertig werden. Das kommt hier nicht in Betracht, Frau Wolf. Na. Und Ihre Frau? Was würden die dazu sagen? Das dauert hier nur noch eine Minute. Da können Sie uns vielleicht gleich mal sagen, Frau Wolf. Sie sind ja im Dorf herum bekannt. Wer könnte das Holz wohl gestohlen haben? Wem trauen Sie so einen Diebstahl zu? Dazu kann ich gar nichts sagen, Herr Vorsteher. Haben Sie gar nichts Verdächtiges bemerkt? Ich war der Nacht erst ja nicht zu Hause. Ich musste nach Treptow Jense einkaufen. Um welche Zeit war das? Gleich nach 10. Mitteldorf war ja dabei, als wir loszogen. Und eine Holzfuhre ist Ihnen da nicht begegnet? Nee, wüsste ich nicht. Wie ist Mitteldorf? Haben Sie nichts bemerkt? Mir ist nichts Verdächtiges aufgestoßen. Na, selbstverständlich. Das wusste ich vorher. Sie, ja. Wo haben Sie also das Holz gekauft? Zu was müssen Sie das wissen? Harry? Sie werden das, denke ich, mir überlassen. Natürlich doch bei der Forstverwaltung. Das ist doch durchaus nicht so. Natürlich! Es gibt doch zum Beispiel auch Holzgeschäfte. Ich kaufe zum Beispiel mein Holz bei Sandberg. Warum sollten Sie nicht beim Händler kaufen? Man kauft dort überdies beinahe profitabler. Ich habe nicht länger Zeit, Herr Vorsteher. Was heißt das? Zeit. Sie haben nicht Zeit. Kommen Sie zu mir oder ich zu Ihnen? Nehmen Sie meine Zeit in Anspruch oder ich die Ihre? Das ist Ihr Amt, dafür sind Sie hier. Bin ich vielleicht Ihr Schuhputzer? Was? Habe ich vielleicht silberne Löffel gestohlen? Ich verbitte mir diesen Unteroffizierstod. Schreien Sie nicht so. Sie schreien, Herr. Sie sind halb taub. Da muss ich schreien. Sie schreien immer. Sie schreien jeden an, der hierher kommt. Ich schreie niemanden an. Schweigen Sie still. Sie spielen sich als wer weiß was auf. Sie schikanieren den ganzen Ort. Das kommt noch ganz anders. Warten Sie nur. Ich werde Ihnen noch viel unbequemer. Das macht auf mich nicht den geringsten Eindruck. Ein Kerne groß sind Sie weiter nichts. Sie wollen sich hier aufspielen, weiter nichts. Als ob Sie hier der König selber wären. Hier bin ich auch König. In meinen Augen sind Sie gar nichts. Sie sind ein ganz simpler Amtsvorsteher. Sie müssen erst lernen, einer zu werden. Herr, wenn Sie nicht augenblicklich schweigen, dann lassen Sie mich wohl arretieren, dass... Möchte Ihnen doch nicht raten, das könnte Ihnen gefährlich werden. Haben Sie gehört? Gefährlich. Und wenn Sie wühlen und intrigieren mit Ihrem ganzen lieblichen Anhang, mich bringen Sie von der Stelle nicht fort. Ach, der lieber Himmel, dazu ist mir Ihre Person viel zu gleichgültig. Bitte mich zu Protokoll zu vernehmen. Erstatten Sie bitte schriftlich Anzeige. Ich habe im Augenblick keine Zeit. Kommen die Leute mit solchen Lappalien? Machen Sie, dass Sie zum Waschen kommen. Ich sage Ihnen, mein lieber Motis, so ein Posten wird einem schwer gemacht. Wenn man nicht wüsste, für was man hier steht, da... könnte man manchmal die Büchse ins Korn werfen. So aber heißt es, tapfer aushalten. Was ist es denn schließlich, für was man kämpft? Die höchsten Güter der Nation.
Kriegst du bloß das Geld beiseite. Hab dich nicht. Ob du von dem Geld beiseite stehst! Du sollst mich in Ruhe lassen, Julian. Lass doch den dämlichen Motes blasen. Der ist im Wald und denkt da nichts. Bring du uns mal noch nach Plötzensee. Du sollst kein Blech reden. Das Mädel kommt. Moin, Mama. Hast du schön geschlafen? Ihr seid wohl fort gewesen die Nacht. Du wirst wohl geträumt haben. Nun mach, trag Holz dazu. Nun mach! Wo hast denn die her? Von Kaufmann Schöbel. Du sollst von dem Kerl nicht geschenkt nehmen. Ach, nun komm noch mal, Julian. Nun hör doch mal drauf. Hier hat nur 59 Taler. Das ist doch nun mal mit dem Vulko immer. Um ihn wird man doch immer beschummelt. Sein 60 hat er doch jedem wollen. Ich tue sie hier im Beutel. Verstehst du? Nun je, hol deine Hacke. Mach da hinten im Ziegelstall ein Loch. Und da kannst du den Beutel rin tun. Und flachen Stehen deckst mal drüber. Nun halt da aber nicht lange auf. Ich denke, du willst Fischern was mit abzahlen. Ob du wohl tun kannst, was ich da sage. Mach du mir nicht eklig, sonst kriegst du was drauf, all. Ich gebe nicht zu, dass das Geld ins Haus bleibt. Wo sollten denn hinkommen? Das nimmst du und bringst du beim Fischern hin. Du hast gesagt, wir wollen was mit abzahlen. Du bist ein Hagelshorn, dummer Kerl. Wenn du mich nicht hättest, da wärst du verloren. Schrei du mal noch mehr. Dann red nicht so dumm, da brauch ich nicht schreien. Wenn wir jetzt das Geld zu Fischern bringen, na, da pass mal auf, was uns da passiert. Ich sag's ja. Mit die ganze Geschichte. Was hab ich denn davon, wenn ich muss sitzen, was? Jetzt hast du aber Zeit, dass du stille bist. Hast du den Schlüssel schon in die Spree geschmissen? Da bin ich nur alle an Wasser gekommen. So sollen wir den Schlüssel bei dir finden. Warte mal, Julian, gib mal her. Schlüssel. Was willst du mitmachen? Das geht ja nicht an, das ist meine Sache. Nur hier ist den Stall, dann kommst du und trinkst. Das hätte ich alle Zollen früher gewusst haben. Wo hast du denn das Holz hergenommen? Na halt von dem neuen Knüppelholz. Du sollst von dem neuen Holz nicht nehmen. Das schadet doch nicht, Mama, wenn es wegkommt. Was du bloß wehst. Was fällt denn dir ein? Wär du mal erst trocken hinter den Ohren. Ich weiß, wo es her ist, Mama. Was meinst du denn, Mädel? Ich mein das Holz. Du quassel bloß nicht. Das ist auf der Auktion gekauft. Ja, wenn das mal wahr wäre. Das ist ja stibitzt. Was ist es? Stibitzt. Das ist das Holz von Krühe, hat mir Leontini gesagt. Da ist die Antwort. Wir sind keine Diebe. Oh je, mach Schularbeiten. Und mach sie sauber, das sag ich dir. Ich komm mal her und seh mal an. Denke, ich kann jeden Schlittschuh laufen. Und Konfirmandenunterricht hast du ja zu Jahr vergessen. Na, der ist erst am Dienstag. Moin, ist er.
Lern du mir ja deine Bibelsprüche. Ich komm nachher und überhöre dich. Jesus sprach zu seinen Jüngern, wer keinen Löffel hat, isst mit den Finger. Na, hast du doch richtig gemacht, Julian. Wenn es dir nicht gefällt, dann mach es dir mal alleine. Wisst ihr, da tut man auch immer am besten. Hier, trink Kaffee. Wenn man bloß Vulko hat fortgekonnt. Na, bei dem Tauwetter. Ja, ihr wisst doch, Tauwetter. Ja, wenn's meins Wehe noch ein bisschen friert, deswegen wird er nicht sitzen bleiben. Der ist jetzt schon längst ein Stück im Kanale. Wenn er mal nicht noch an der Brücke liegt. Vor mir mach er liegen, wo er will. Der Tulko noch mal hier hörig rinschlittert. Das kannst du mir 30 loben, verstehst du? Das ist eine Sache. Das ist nicht unsere Sache. Dann stecken wir mal alle auch mit in eine Patsche. Lass mal finden den Pelz bei Tulko. Was denn für ein Pelz? Mensch, krieg ja sein Pelz! Halt bloß kein Blech nicht zusammen, verstehst du? Das ist meine Sache. Das ist nicht deine Sache. Hier, hast du Geld. Sieh, dass du fortkommst. Geh zu Fiebchen rüber. Hm? Trink einen Schnaps. Mach da mein Zwehen, ein Lustchen Sonntag. Herein! Immer rein, wer da rein will. Kommt uns der Philipp einmal besuchen? Na, das ist schön. Also, das rechne ich mir aber. Na, nun kommt sie aus, Paletot. Hier drin ist warm, hier wirst du nicht frieren. Frau Wolfen, es zieht. Ich glaube, es zieht. Ach, wer wird denn so welche Backen sein? Bisschen Zug schadet bei dem Jungen nicht. Was denken Sie denn? Der Junge hat im Augenblick was weg. Bewege dich, Philippchen. Immer bewege dich. Ja, siehst du, Philippchen, sonst wirst du krank. Du brauchst ja bloß langsam hin und her gehen. Ich will aber nicht. Oh, lassen Sie mal. Guten Morgen, Frau Wolf. Guten Morgen, Herr Wolf. Moin, Herr Fleischer. Nehmen Sie Platz, seien Sie willkommen. Wir wollen uns gar nicht lange aufhalten. Na, wenn wir so einen schönen Besuch kriegen, gleich in der Früh, da werden wir auch heute einen glücklichen Tag haben, nicht, mein Junge? Hm? Du bringst uns Glück. Ach, Junge, ich fress da auf, ich fress da Rene auf. Ah. Fleisch. Den Jungen behalte ich mal. Das ist mein Junge, nicht? Du bist mein Junge. Der Junge quält mich, er will mal Kahn fahren. Geht's denn? Na, freilich. Die Spree ist offen. Das Mädel kann ihn ja ein Stück rausrudern. Der Junge lässt nun mal nicht locker, er hat sich das so in den Kopf gesetzt. Na komm, Philipp, ich werde da was Schönes zeigen. Hm? Hörst du, Philipp, nicht ungezogen. Da sieht man die schöne Apfelsine. Hm? Na, geh mal hin. Komm, die essen wir jetzt miteinander. Aber ja nicht betteln. Ich kann mir nicht helfen. Wenn ich so einen Jungen sehe, da ist man, als wenn ich gleich heulen müsste. Haben Sie nicht mal so einen Jungen gehabt? Na, freilich. Ja, was nützt denn das alles? Man macht ihn ja doch nie wieder lebendig. Tja, sehen Sie, das sind so Lebenssachen. Man muss zu vorsichtig sein mit den Kindern. Da macht man halt noch so vorsichtig sein, was kommen soll, kommt.
Was haben Sie denn mit Herrn Brotes gehabt? Ich? Nichts. Was soll ich mit ihm gehabt haben? Ich meinte bloß. Wie alt ist denn Ihre Tochter jetzt? Na, Ostern kommt die da aus der Schule. Wie ist es denn, Herr Fleischer? Wollen Sie sie haben? Zu Ihnen, da gebe ich sie gerne in Dienst. Das wäre gar nicht übel. Warum denn nicht? Das ist ein strammer Bursche, wir wollen kein Gehen sagen. Wenn die auch noch jung ist, die arbeitet mit jeder um die Wette. Und wissen Sie was? Die ist ja manchmal ein Aas, ja. Aber dumm ist die nicht. Die hat ihn Genie. Das kann ja immerhin möglich sein. Lassen Sie die bloß ein einziges Mal was aufsagen. Die Gedichte oder was gerade ist, da kann ich Ihnen aber sagen. Herr Doktor, da kommen Sie aus der Jänsehaut ja nicht mehr raus. Naja, nun will ich Ihnen aber mal einen guten Rat geben. Sie dürfen mir aber nicht übel nehmen. Einen guten Rat nehme ich niemals übel. Reden Sie nicht so viele. Das macht ihm bloß die Leute stutzig. Na, und dann heißt es gleich, das ist ein Demokrat. Wie soll ich denn das verstehen, Frau Wolf? Man kann sich ja denken, was man will. Im Aussprechen, da muss man vorsichtig sein. Sonst sitzt man im Loch und weiß ja nicht wie. Na, machen Sie mal keinen Unsinn, Frau Wolf. Nee, nee. Das sag ich Ihnen in allem Ernste. Nehmen Sie sich bloß vor den Menschen in Acht. Vor welchen Menschen meinen Sie denn? Na, der, von dem wir vorhin geredet haben. Frau Mutes etwa? Ich nenne keine Namen. Sie müssen doch was mit dem Menschen gehabt haben. Ich verkehre ja gar nicht mehr mit ihm. Sehen Sie, das hat mir doch gedacht. Das wäre noch schöner, mit einem Schwindler, mit einem notorischen Schwindler verkehren. Das ist auch ein Schwindler, da haben Sie schon recht. Jetzt ist er zur Kuchendrei angezogen. Die arme Frau kann sehen, wo sie bleibt, was die etwa hat. Das wird sie schon loswerden. Mit so einem Kerl, einem förmlichen Zuchthäusler. Ach, der lässt halt manchmal so Reden fallen. So, über mich. Da bin ich neugierig. Naja, genau, das weiß ich ja selber nicht. Sie sollen halt was Schlechtes gesprochen haben. Ich glaube, von eine hohe Person. Sehen Sie wohl? Das stimmt ja auffallend. Das ist ja das Denunziantenrezept. Das kann einem ja das Lebenslicht ausblasen. Tja, er steckt halt viel mit einem Wehrhahn zusammen. Aber wissen Sie was? Ich will Ihnen was sagen. Gehen Sie mal hin zu Mutter Dreiern. Die olle Hexe riecht auch schon lunter. Ach was, die ganze Sache ist Unsinn. Gehen Sie zur Dreiern. Das kann nicht schaden. Sie hat mir eine Geschichte erzählt. Er hat sie zum Meineid verleiten wollen. Dann haben sie den ganzen Kerl in der Hand. Ich kann ja mal hingehen. Meinetwegen. Heute bringt der erste beste Wicht den ehrlichsten Menschen ins Gefängnis. Tja. Aber schließlich ist mir die Sache egal. Der soll doch mal ankommen. Du, Philipp! Philipp, wo bist du denn? Wir wollen jetzt gehen. Wir sehen uns so schöne Bilder an. Was sagen Sie übrigens zu der Geschichte? Zu welcher? Sie haben noch gar nichts gehört? Nee, warte, ich Ihnen sagen, ne? Julia, mach je, dass der Zeit dich zu Mittag wieder da bist. Lass mal doch mal meine Mütze suchen. Ich kann das nicht sehen, wenn ihn also dämelt. So kommst du heute nicht, kommst du morgen. Bei mir muss alles vom Fleck gehen. Heute Nacht ist bei Krüger... Seien Sie stille! Hören Sie mir mit dem Mann auf. Der Mann hat mich Ihnen zu tief gekränkt. Wie wir beide miteinander gestanden haben... Und macht mich so schlecht vor allen Leuten. Na, gehst du nur oder gehst du nicht? Ich geh ja schon, du richtest doch nicht auf. Moin, Herr Fleischer. Guten Morgen, Herr Wolf. Na, wie gesagt. Ja, wie ihm das Holz gestohlen wurde, da hat er sich wohl mal mit Ihnen gezankt. Das hat er längst bereut. Der und bereuen. Was ich Ihnen sage, Mutter Wolfen und überhaupt, nach der letzten Geschichte, Sie stehen bei dem Manne groß angeschrieben. Das Beste wäre... Sie vertrügen sich wieder. Wir hätten vernünftig reden können. Aber gleich mit der Polizei? Nee. Nee. Die alten Leutchen sind wirklich schlimm dran. Das Holz vor 8 Tagen, heute der Pelz. Na nu, mal raus mit der großen Neuigkeit. Sie haben halt wieder mal eingebrochen. Gestohlen? Machen Sie keinen Unsinn. Und zwar einen nagelneuen Pelz. Nee, wissen Sie, am nächsten Sieg hier weg. Das ist ja eine Bande hier. Hier ist man ja seines Lebens nicht sicher. Solche Menschen. Man möchte es nicht glauben. Und wirklich, es war ein recht teures Stück. Ich glaube, Nerz.
Ist das so was Ähnliches wie Biber, Herr Fleischer? Das kann sogar Biber gewesen sein. Was müssen bloß das für Menschen sein? Das will er nur ja nicht in den Kopf. So andere ums Ihrige bringen. Nee. Da lieber arbeiten, bis man umfällt. Könnten Sie nicht mal so ein bisschen rumhorchen? Ich glaube, der Pelz ist im Orte geblieben. Haben Sie denn auf niemanden Verdacht? Da hat so eine Waschfrau bei Krüger gewaschen. Die Millern. Die hat so eine große Familie? Ja, eine große Familie hat die Frau, aber... Stehlen? Nee. Bisschen mausen, ja. Natürlich hat sie Krüger sofort gefeuert. Das muss da rauskommen, schwere Not. Wenn ich hier Amtsvorsteher wäre. Der Mann ist Ihnen aber dumm. Nee. Horndumm. Da sehe ich durch mein Hühnerohr mehr wie der durch seine Brille. Das können Sie mal glauben. Das glaube ich beinahe. Soll ich Ihnen mal was sagen? Wenn es drauf ankommt, dem stehle ich den Stuhl unterm Hintern weg. Komm, Philipp, komm. Wir müssen jetzt gehen. Adieu, Mutter Wolfen. Adelheidchen, zieh da an. Sollst du am Fleischerstickel rudern? Oh, bin doch schon fertig. Komm, Philipp, ich nehme ihn auf den Arm. Aber ja, gut, einpacken. Er ist zu anfällig. Und auf dem Wasser wird's windig sein. Ich gehe mal voraus, den Kran zurechtmachen. Mama, Herr Krüger. Wer kommt? Herr Krüger. Das ist aber nicht möglich. Er wollte den morgen zu Ihnen kommen. Komm, Mädel, hilf mir, das Bad Holz wegkriegen. Wieso denn? Ach, wegen Herrn Krüger. Aber wem hat denn sonst um mich an? Sie hört sich das etwa, wie das bei uns aussieht? Ist das eine Art am Sonntag? Moin! Was soll denn Herr Krüger von uns denken? Herr Krüger, sehen Sie sich bloß nicht um. Bei uns sieht es ganz schrecklich aus. Lassen Sie es gut sein. Sie sind die ganze Woche auf Arbeit. Da kann am Sonntag nicht alles gefegt sein. Sie sind eine ordentliche Frau, Sie sind eine ehrliche Frau, Frau Wolf. Und was zwischen uns ist vorgefallen, das wollen wir doch gänzlich vergessen, denke ich. Ich habe niemals nichts gegen ihn gehabt. Ich habe immer gern bei Ihnen gearbeitet. Aber da sie halt gleich so heftig wurden, da ist halt die Wut auch mal mit einem durchgegangen. Sie kommen wieder und waschen bei uns. Und Ihre Tochter, wo ist denn Leontine? Die ist mit Grünkohl beim Postvorsteher. Geben Sie das Mädchen wieder zu uns. Statt 20 bekommt sie 30 Taler. Wir waren ja sonst immer sehr zufrieden mit ihr. Vergeben und vergessen wir alles. Das hätte alles ja nicht sein brauchen. Gott, das Mädel ist ja noch ein dummes Kind. Die Sache ist also abgemacht, ja? Na, da bin ich wenigstens soweit beruhigt. Nun sagen Sie bloß, was mir passiert ist. Was sagen Sie dazu? Ach, wissen Sie nicht. Ich sage schon Janosch. Da haben wir nun den Herrn von Wehrhahn. Die ehrlichen Bürger kujonieren, Quälereien und Schikanen erdenken. In was steckt der Mann seine Nase nicht alles? Ja, bloß vor sie haben soll, da hat er sie nicht... Ich gehe jetzt hin und mache die Anzeige. Ich lasse nicht locker, die Sache muss rauskommen. Lassen Sie das nicht sitzen, Herr Krüger. Und wenn ich alles soll auf den Kopf stellen, meinen Pelz werde ich wiederbekommen. Hier muss mal richtig erreinigt werden. Dass mal Ruhe wird in dem Nest. Die stehlen einem noch das Dach über den Kopf. In 14 Tagen 2 solche Diebstähle, 2 Meter Knüppel. Wie Sie hier haben. So ein gutes, teures Holz. Ärgern könnte man sich, bis mal grün wird. Was hier für eine Bande sitzt. Nee. Pfui, Deib, lasst mich zufrieden. Und wenn's mich 1000 Taler kostet, den Tieben werde ich auf die Spur kommen. Die Leute entgehen dem Zuchthause nicht. Das wäre auch ein Segen. Behaft ihn, Jott. Er bleibt ja wieder lange.
Geduld, Geduld. Na, wenn er so spät kommt, hat er doch wieder eine Zeit für uns. Jott! Mit eurer Lappalien da. Wir haben ganz andere Dinge zu tun. Ihr werdet doch schöne Dinge zu tun haben. Was denkst du, du kannst tun? Der passt sich doch nicht. Haben Sie sich bloß. Das Mädel hat der Krüger hierher geschickt. Mal wieder die Pelzgeschichte, was? Da hat doch der alle Kerl mal was. Da kann er sich doch mal ein bisschen ins Zeug legen. Der olle, dickbräuchige Scherulant. Ihr mault bloß. Seht lieber, dass er was rauskriegt. Sie sollen mal rüberkommen, Glasenapp. Der Vorsteher will was von Sie wissen. Muss ich schon wieder mal unterbrechen. Moin, Mitteldorf. Moin. Wo denn der Amtsvorsteher so lange? Ach, der schreibt da ganze Bohren voll. Das sind wichtige Sachen. Das kann ich Ihnen sagen. Und wissen Sie, es liegt was in der Luft. Was, weiß ich noch nicht. Aber das, was liegt, das weiß ich so sicher. Wenn Sie bloß mal Acht geben, dann werden Sie es erleben. Es kracht. Und wenn es kracht, Mutter Wolfen, dann hat es gekracht. Nee, nee, ich verstehe ja nichts von dem. Das ist alles die Neuheit. Die Neuheit ist alles. Und von der Neuheit verstehe ich nichts. Muss was geschehen. Kann nicht so weitergehen. Der ganze Ort muss gesäubert werden. Ich finde mal ja auch nicht mehr so drin. Was der Vorsteher war, der gestorben ist, der war ja gegen den da bloß ein Eckensteher. Ich könnte Ihnen ja noch viele erzählen, aber ich hab man keine Zeit nicht. Der Baron vermisst mir. Es kracht, Mutter Wolfen. Das können Sie mir glauben. Wenn bei dem Mann ihr etwa geschnappt hat. Was soll ich denn sagen? Ich hab es vergessen. Na, was hast du denn dem Herrn Krüger gesagt? Na, der dich das Paket gefunden habe. Sonst brauchst du auch hier nichts weiter zu sagen. Ich wusste, dass du forsch bist und resolut. Du bist ja sonst nie auf Maul gefallen. Ich wünsche guten Morgen. Willkommen! Ihr seid wohl ja nicht mehr gescheit. Was wollt ihr denn hier? Na, meine Frau hat was Klinik gekriegt. Was hat sie gekriegt? Na, ein Klinik Mädchen. Da muss ich doch kommen auf Standesamt. Und ich denke, ihr seid schon längst ein Stück im Kanal. Ich hätte doch auch ja nicht da gehen wollen. Wenn es nach mir ging, dann wär's doch. Ich hab doch gleich losgemacht. Mhm. Aber wir kommen bis bei den Schleusen, da geht das nicht weiter. Nur, da hab ich gelauert, dass die Spree sollte loslassen. 2 Tage Nächte hab ich gelegen. Ja, bis dann das mit meiner Frau nur noch zukam. Und da hilft das kein Jammern, da musste ich retour. Geh, hol mal für 10 Pfennig zwirn, mein Kaufmann. Das hol ich, wenn ich nach Hause gehe. Du gehst und maust nicht. Ich bin doch kein kleines Mädchen mehr. Und da habt ihr da an der Schleuse gelegen? 2 ganze Tage, was ich Ihnen sage. Na, da lass da einen Rahmen. Ihr seid ein Kerl. Ein Pelz zieht da am lichten Tag. Ich angezogen? Jawohl, angezogen. Am hellen Tag. Dass der ganze Ort gleich zu wissen kriegt, was ihr für schönen Pelz anhabt. Mensch, das war mittendrin in der Heide. Das war eine Viertelstunde von unserem Haus. Mein Mädel hat euch da sitzen sehen. Ihr müsst der Dr. Fleisch anrudern. Und der hat doch gleich einen Verdacht gefasst. Tja, da weiß ich nichts von. Das geht mir nicht um. Psst, seien Sie bloß jetzt auf dem Posten. Was haben Sie denn? Mädchen, du kommst zu mir, Mann, also rein. Viel Zeit habe ich heute nicht. Da bist du wohl die kleine Wolf. Na, das ist immerhin. Was hast du denn da? Ich hab das Paket da. Ja, warte mal.
Was haben Sie denn? Eine Geburt möchte ich anmelden. Also standesamtlich die Bücher, Glasenapp. Nee, lassen Sie mal, ich will erst das hier erledigen. Was gibt's denn da mit Ihrer Tochter? Hat Krüger sie wieder mal ihr Ohr feucht? So weit hat er wohl Donne getrieben. Na, was ist denn dann los? Na, halt mit dem Paket. Motis noch immer nicht da gewesen? Bis jetzt noch nicht. Ist mir unbegreiflich. Ja, also Mädchen, was willst du? Das betrifft den gestohlenen Pelzervorsteher. Ach so, das ist mir heute nicht möglich. Der kann ja nur alles auf einmal tun. Sie kann sich mal morgen bei mir melden. Ja, sie hat wollen schon ein paar Mal mit Ihnen reden. Dann versucht es morgen zum dritten Mal. Herr Krüger lässt sie halt ja nicht mehr locker. Was hat denn Herr Krüger damit zu tun? Na, das Mädel ist dabei ihm gewesen, mit dem Paket. Ja, was ist denn das für ein Lappen? Na, zeigen Sie mal her. Na, das hängt mit der Pelzgeschichte zusammen. Das heißt, Herr Krüger ist eben der Meinung. Was ist drin in dem Lappen? Was? Eine grüne Weste ist drin. Vom Herr Krüger. Und das hast du gefunden? Ich habe es gefunden, Amtsvorsteher. Wo hast du es gefunden? Na? Das war, wie ich mit Mama zur Bahn ging und dann da ging ich so und da. Ja. Lass mal gut sein. Das deponieren Sie doch mal zunächst. Wir werden morgen darauf zurückkommen. Mir wäre schon recht. Wen denn nicht? Herr Krüger ist bloß zu eifrig dahinter. Herr Krüger, der Mann ist mir ganz gleichgültig. Der Mann belästigt mich geradezu. Man kann doch sowas nicht übers Knie brechen. Er hat ja Belohnung ausgesetzt. Das ist ja im Amtsblatt bekannt gegeben. Dem Mann geschieht immer noch nicht genug. Was heißt das? Geschieht immer noch nicht genug. Wir haben den Tatbestand aufgenommen. Seine Waschfrau ist ihm verdächtig gewesen. Wir haben Haussuchung vorgenommen. Was will er denn noch? Der Mann soll doch still sein. Wie gesagt, morgen stehe ich zu Diensten. Uns kann es ideal sein. Wir kommen auch wieder. Ja, morgen früh. Moin. Moin. Bin noch neugierig, was dabei herauskommt. Herr Motis will ja nun auch Zeugen stellen. Er meint, die Dreiern, die Kuchenfrau, habe mal gerade dabei gestanden, als Fleischer sich despektierlich aussprach. Wie alt ist denn die Dreiern? So gegen 70 Jahre, Herr Vorsteher. Schon ein bisschen verschupft, was? Na, wie man's nimmt. Der hat die Gedanken noch ziemlich beisammen. Kann Ihnen sagen, Glasener. Sie haben direkt die Genugtuung, hier mal recht gründlich zwischenzufahren, dass die Leute merken, mit wem sie es zu tun haben. Bei Kaisers Geburtstag, er war nicht dabei? Natürlich, der Fleischer. Dem Mann traue ich das Schlimmste zu. Und wenn er noch so schafsdumme Gesichter macht. Man kennt sie ja, diese Wölfe im Schafspelz. Können keiner Fliege ein Beinchen ausreißen, aber wenn's drauf ankommt, sprengen die Hunde ganze, große Ortschaften in die Luft. Der Boden soll Ihnen doch hier etwas heiß werden. Gehorsamster Diener! Na, also, wie steht's? Frau Dreier will gegen 11 Uhr hier sein. Die Sache wird einiges Aufsehen machen. Es wird ein großes Geschrei ausbrechen. Der Wehrhahn mischt sich in alles hinein. Gott sei Dank. Ich bin darauf gefasst. Ich stehe hier nicht zu meinem Vergnügen. Zum Spaß hat man mich nicht hierher gesetzt. Da denken die Leute, so ein Amtsvorsteher, das ist nichts weiter wie ein höherer Büttel. Da hätten sie jemand anders hersetzen können. Die Herren freilich, die mich ernannt haben, wissen genau, mit wem sie es zu tun haben. Die kennen den ganzen Ernst meiner Auffassung. Ich erfasse mein Amt als heiligen Beruf. Bericht für die Staatsanwaltschaft habe ich aufgesetzt. Wenn ich ihn heute Mittag abschicke, kann übermorgen Verhaftsbefehl hier sein. Nun wird man aber über mich herfallen. Sie wissen, mein Onkel ist Kammerherr. Ich werde mal mit ihm über Sie reden. Ich möchte den Amtsvorsteher sprechen. Da kommt der Fleischer. Was will denn der Mann? Der hat uns ja verlunte doch. Herein.
Guten Morgen. Ich möchte eine Anzeige machen, die sich auf den neulichen Diebstahl bezieht. Sie sind der Dr. Josef Fleischer? Ganz recht. Josef Fleischer ist mein Name. Sie wollen mir eine Anzeige machen? Wenn Sie gestatten, dann möchte ich das tun. Ich habe nämlich etwas beobachtet, was möglicherweise dazu führt, dem Pelzdiebe auf die Spur zu kommen. Was haben Sie also nun so Wichtiges beobachtet? Das heißt, wenn Sie etwa von vornherein auf meine Mitteilung keinen Wert legen, dann würde ich vorziehen. Was würden Sie vorziehen? Ich würde vorziehen, darüber zu schweigen. Meine Zeit ist etwas in Anspruch genommen. Ich möchte Sie bitten, sich kurz zu fassen. Meine Zeit ist ebenfalls eingeteilt. Indessen hielt ich mich für verpflichtet. Nun sagen Sie schon, was Sie wissen. Ich bin also Kahn gefahren. Ich hatte den Kahn von der Wolfen genommen und ihre Tochter saß vorn am Ruder. Gehört das denn unbedingt zur Sache? Ja, allerdings, nach meiner Meinung. Schon gut, dass wir weiterkommen. Wir fuhren bis in die Nähe der Schleusen. Da hatte ein Spreekahn angelegt. Das Eis, wie wir sahen, war dort aufgestaut. Wahrscheinlich war er dort festgefahren. So. Das interessiert uns nun weniger. Was ist denn der Kern von der ganzen Sache? Ich muss gestehen, dass diese Art... Ich komme hierher durchaus freiwillig, einen freiwilligen Dienst der Behörde zu leisten. Herr Amtsvorsteher hat nicht Zeit. Sie sollen nur wenige Worte machen. Sie sollen es kurz und bündig sagen. Die Sache. Was wollen Sie denn? Es liegt mir daran, dass die Sache entdeckt wird. Und im Interesse des alten Herrn Krüger werde ich... Schließen Sie mal die Rollos. Blendet mich. Auf dem Kahne befand sich ein alter Schiffer. Wahrscheinlich der Eigentümer des Schiffes. Ja, höchstwahrscheinlich. Dieser Mann saß auf dem Deck in einem Pelze, den ich aus der Ferne für Biber hielt. Ich hätte ihn vielleicht für Marder gehalten. Ich fuhr heran, soweit es möglich war, und konnte so ziemlich gut beobachten. Es war ein dürftiger, schmuddliger Schiffer und der Pelz schien durchaus nicht für ihn gemacht. Es war auch ein nagelneues Stück. Ich höre, und? Was weiter? Was weiter? Nichts. Sie wollten mir doch eine Anzeige machen. Von etwas Wichtigem sprachen Sie doch. Ich habe gesagt, was ich sagen wollte. Sie haben uns hier eine Geschichte erzählt von einem Schiffer, der einen Pelz trägt. Nun, Schiffer tragen mitunter Pelze. Das ist keine große Neuigkeit. Darüber denken Sie so oder so. Unter diesen Verhältnissen bin ich am Ende. Ist Ihnen wohl so etwas schon einmal vorgekommen? Der Mann ist ja bodenlos dumm. Außerdem, ein Schiffer hat einen Pelz angehabt. Ist der Mann wohl plötzlich verrückt geworden? Ich besitze ja selbst einen Biberpelz und bin deshalb noch lange kein Dieb. Was ist denn nun schon wieder? Sie lassen jetzt niemand weiter herein. Herr Motes, tun Sie mir den Gefallen und gehen Sie bitte rüber in meine Privatwohnung. Wir können dort ungestörter verhandeln. Wir müssen dringend den Amtsvorsteher sprechen. Zum so und so vielsten Male dieser Krüger. Der ist ja wie von Tarantel gestochen. Wenn der alte Esel fortfährt, mich zu plagen, da fliegt der noch mal zur Türe raus. Der Vorsteher ist nicht zu sprechen, Herr Krüger. Das heißt nicht zu sprechen, das ist mir doch vollkommen gleichgültig. Immer vorwärts. Vorwärts, das will ich sehen. Ich möchte um etwas mehr Ruhe bitten. Wie Sie sehen, habe ich hier noch zu verhandeln. Verhandeln Sie nur, wir können warten. Wenn Sie Frau Dreyer etwas sehen, ich möchte auch Sie lieber drüben verhören. Sie sehen ja selbst, hier ist es unmöglich. Der Herr weiß auch etwas von der Frau Dreyer. Er kann sogar etwas Schriftliches geben.
gehorsamer Diener. Ich empfehle mich bestens. Der Herr hat es nötig, sich zu empfehlen. Ich bitte, enthalten Sie sich Ihrer Bemerkungen. Das sage ich noch mal. Der Mann ist ein Schwindler. Nun also, erst werde ich Sie abfertigen. Glasen ab, die Bücher. Nee, lassen Sie mal. Ich will mir erst das hier mal vom Halse schaffen. Ich werde erst Ihre Sache erledigen. Darum möchte ich auch dringend bitten. Wir wollen von dem dringend mal ganz absehen. Was hätten Sie also für ein Anliegen? Kein Anliegen, gar kein Anliegen habe ich. Ich komme, mein gutes Recht zu beanspruchen. Mein gutes Recht, Herr Amtsvorsteher, das Recht, das ich habe als Bestohlener, dass die Ortsbehörde mir Beistand leistet. Ist Ihnen der Beistand verweigert worden? Nein, gar nicht. Das kann ja gar nicht sein. Dennoch sehe ich, dass nichts geschieht. Und Sie glauben, das geht so im Handumdrehen? Ich glaube gar nichts. Ich habe nur bestimmte Beweise. Sie nehmen sich meiner Sache nicht an. Ich könnte Sie jetzt schon unterbrechen. Etwas Weiteres derart anzuhören, läge ganz außerhalb meiner Amtspflicht. Aber einstweilen reden Sie nur weiter. Sie könnten mich gar nicht unterbrechen. Als preußischer Staatsbürger habe ich Rechte. Hier, diese Frau ist zu Ihnen gekommen. Ihre Tochter hat einen Fund gemacht. Er hatte halt auch keine Zeit, der Herr Amtsvorsteher. Sie haben davor ganz einfach gesagt, Sie hätten jetzt keine Zeit für die Sache. Sie haben nicht einmal die Tochter verhört. Von dem ganzen Vorfall wissen Sie gar nichts. Jetzt möchte ich Sie bitten, sich etwas zu mäßigen. Ich bin gemäßigt. Ich bin sehr gemäßigt. Aber so sehr, ich bin zu sehr gemäßigt. Ich bin ein viel zu gemäßigter Mensch. Was sollte ich denn sonst zu so etwas sagen? Was ist das für eine Art der Untersuchung? Dieser Herr, der Herr Dr. Fleischer, ist bei Ihnen gewesen mit einer Beobachtung, die er gemacht hat. Ein Schiffer trägt einen Biberpelz. Psst! Warten Sie mal. Sie sind doch Schiffer. Ja! Seit 30 Jahren habe ich die Schiffe, ja. Wir sind wohl schreckhaft, wie? Wir zucken ja so. Ja, ich hätte mir richtig ein bisschen verschrocken, Herr Vorsteher. Naja, tragen nun die Spreeschiffer öfter Pelze? Ja, manch einer hat seinen Pelz, immerzu. Der Herr dort hat einen Schiffer gesehen, der hat in einem Pelz auf dem Deck gestanden. Oh, da ist nichts verdächtig bei, Herr Vorsteher. Da sind viele, die schöne Pelze haben. Ich habe sogar auch selber hier. Sie sehen, der Mann hat selbst einen Pelz. Aber schließlich doch keinen Biberpelz. Das haben Sie ja nicht genau gesehen. Der Mann hat einen Biberpelz. Da sind viele, kann ich Ihnen sagen, die haben die schönsten Biberpelze. Und warum denn auch nicht? Der Geld langt ja allzu. So, Herr Krüger, fahren Sie fort. Das war nur mal so ein kleiner Abstecher. Ich wollte Ihnen nun mal vor Augen führen, was es auf sich hat mit dieser Beobachtung. Bitte. Sie sehen, der Mann hat selbst einen Pelz. Es wird uns doch deshalb im Traum nicht einfallen, zu behaupten, er hätte den Pelz gestohlen. Das wäre ja eine Absurdität. Ich verstehe kein Wort davon. Dann muss ich noch etwas lauter reden. Und da ich mal gerade am Reden bin, Herr Krüger, möchte ich Ihnen etwas sagen. Nicht in meiner Eigenschaft als Beamter, sondern einfach als Mensch wie Sie, Herr Krüger. Ein immerhin ehrenwerter Bürger sollte mit seinem Vertrauen mehr haushalten. Sich nicht auf das Zeugnis von Leuten berufen. Mein Umgang? Ja. Ihr Umgang. Da geben Sie mal auf sich selber Acht. Solche Leute wie Motes, mit denen Sie umgehen, der ist bei mir aus dem Hause geflogen. Dem Manne, der in Ihrer Privatwohnung wartet, dem habe ich bei mir die Tür gewiesen. Der hat mich um meine Miete beschwindelt. Na, da sind nicht viele hier am Ort, die der hat hinten und vorne beschummelt. Um Groschen und Taler am Jöldstücke. Der Mann hat das richtige Steuersystem. Der Mann ist auch reif für den Staatsanwalt.
Ich bitte gefälligst, das durchzulesen. Das Blatt hat Frau Dreyer selbst unterschrieben. Er hat sie zum Meineid verleiten wollen. Sie hat sollen aussagen gegen mich. Das ist ein unbescholtener Mann. Und den will dieser Schuft ins Elend bringen. Und Sie reichen dem Mann dazu die Hand. Ich bin nun am Ende mit meiner Geduld. Was Sie mit dem Mann zu verhandeln haben, geht mir nichts an und ist mir auch völlig gleichgültig. Entfernen Sie mal den Wisch da gefälligst. Das ist der Freund des Amtsvorstehers. Das ist der Gewehrsmann. Ein schöner Gewehrsmann. Ein Revolvermann, wollen wir doch lieber sagen. Ich bin keinem Menschen Rechenschaft schuldig. Was ich tue und lasse, ist meine Sache. Mit wem ich umgehe, ist meine Sache. Was ich denke und schreibe, ist meine Sache. Mittelbau. Man kann ja sein eigenes Wort nicht verstehen. Herr Vorsteher, soll ich vielleicht den Gendarm holen? Ich springe schnell rüber. Mitteldorf! Ich bitte um Ruhe. Entfernen Sie mal den Wisch da gefälligst. Der Wisch da kommt vor den Staatsanwalt. Das halten Sie immerhin, wie Sie wollen. Damit diese Sache nun endlich aus der Welt kommt. Wo haben Sie denn das Ding gefunden? Ich habe es doch gar nicht gefunden, Herr Vorsteher. Wer denn sonst? Na, meine jüngste Tochter. Hat Ihnen das Mädel denn nichts erzählt? Sie sagten doch auf dem Wege zum Bahnhof. Da ist der Dieb also wohl nach Berlin. Da werden wir schlechtes Suchen haben. Das glaube ich gar nicht, Herr Vorsteher. Herr Dr. Fleischer hat eine ganz richtige Ansicht. Die ganze Sache mit dem Paket ist angelegt, um uns irrezuführen. Auch noch? Das kann ja ganz gut möglich sein. Aber Wolfen, Sie sind doch sonst nie so dumm. Was hier gestohlen wird, geht nach Berlin. Der Pelz war längst in Berlin verkauft, noch ehe wir hier wussten, dass er gestohlen war. Nee, Herr Vorsteher, also, da kann ich mir nicht helfen. Da bin ich doch nicht ganz Ihrer Ansicht. Wenn der Dieb nach Berlin ist, ja, da möchte ich wissen, was braucht der, so ein Päckchen zu verlieren? Aber man verliert doch sowas nicht immer absichtlich. Da sehen Sie sich das Paket doch mal an. Das ist alles so schön verpackt. Da, grüne Weste, hier ein Schlüssel, ein Zettel. Also, ich glaube, der Dieb ist hier im Ort. Sehen Sie, Herr Krüger. Das glaube ich ganz bestimmt. Aufgrund meiner langen Erfahrung weiß ich, dass diese Möglichkeit kaum in Betracht kommt. Na, man soll nicht verreden, Herr Vorsteher. Aber der Mann hat doch einen Schiffer gesehen. Ach, hören Sie doch auf mit dieser Geschichte. Da müssen Sie alle Tage Haussuchung machen. Na, da fangen Sie gleich bei mir an, Herr Vorsteher. Ist das sowas nicht lächerlich? Nein, nein, meine Herren, so geht das nicht. Ich habe längst meine Verdachte gefasst. Und will einstweilen nur noch beobachten. Gibt ja so einige dunkle Gestalten, die habe ich schon lange aufs Korn genommen. Frühzeitig fahren sie rein nach Berlin mit schweren Hucken auf dem Rücken. Und abends kommen sie leer zurück. Die Gemüsefrauen gehen wohl so mit dem Gemüse auf dem Rücken. Nicht nur die Gemüsefrauen, Herr Krüger. Ihr Pelz ist wahrscheinlich auch so gereist. Das kann halt eben auch möglich sein. Unmöglich ist halt nichts auf der Welt. Nun, also, Sie wollen anmelden. Ein kleines Mädchen, Herr Amtsvorsteher. Werde also mein Möglichstes tun. Ich lasse nicht eher Ruhe, Herr Vorsteher, als bis ich zu meinem Pelze komme. Was gemacht werden kann, wird gemacht. Die Wolfen können Sie ja mal ein bisschen umhören. Auf sowas versteht man nun mal zu schlecht. Aber wenn sowas nicht rauskommt, wo bleibt denn da auch alle Sicherheit? Ja, da haben Sie recht. Da haben Sie ganz recht, Frau Wolf. Ich bitte, das Päckchen genauestens zu besichtigen. Auf dem Zettel ist eine Handschrift, die zu einer Entdeckung führen kann. Und übermorgen früh, Herr Vorsteher, werde ich wieder so frei sein, nachzufragen. Guten Morgen. Guten Morgen.
Sie sind wie viel Jahre alt? Moin. Moin. Bei den beiden Kerls ist was lose da oben. Wie heißen Sie? August Philipp Wulko. Gehen Sie mal rüber in meine Wohnung. Da sitzt der Schriftsteller Motes und wartet. Sagen Sie ihm, es täte mir leid, ich hätte heute Morgen anderes zu tun. Da soll er nicht warten. Nicht warten, nein. Ist Ihnen vielleicht der Schriftsteller Motes bekannt? Bei sowas wissen Sie, da schweige ich lieber. Da könnte ich Ihnen nicht viel Judith erzählen. Von Fleischer dagegen umso mehr. Das ist Ihnen auch wirklich kein übler Mann. Sie wollen wohl ein bisschen vorsichtig sein? Nö. Wissen Sie, dazu tauge ich nicht. Ich bin immer geradezu ein Vorsteher. Wenn ich mit dem Maul nicht so vorne weg wäre, ich hätte können schon viel weiter sein. Bei mir hat Ihnen das noch nicht geschadet. Bei Ihnen nicht. Nee, Herr Vorsteher. Sie können ja auch ein offenes Wort vertragen. Vor Ihnen, da braucht man Sie nicht zu verstecken. Kurz, Fleischer, das ist ein Ehrenmann. Das ist er auch. Ja, das ist er auch. Na, denken Sie mal an Ihr heutiges Wort. Und Sie an meins? Gut. Wollen wir mal sehen. Das ist nämlich unsere fleißige Waschfrau. Die denkt, alle Menschen sind wie sie. So ist's aber leider nicht auf der Welt. Sie sehen die Menschen von außen an. Unseins blickt nun schon etwas tiefer. Und so wahr es ist, wenn ich sage, die Wolfen ist eine ehrliche Haut, so sage ich Ihnen mit gleicher Bestimmtheit. Ihr Dr. Fleischer, von dem wir da sprachen, ist ein lebensgefährlicher Kerl. Da weiß ich nun nicht. Thank you.